Das passiert jetzt hoffentlich gleich nochmal. Ich glaube, wir brauchen nur ein Weibchen. Sehe ich das richtig? Na, holen wir noch eins. Grizzly, um Gottes Wille. Das hat doch ganz schöne Werte. Ist das wieder so ein... Na komm, ist egal. Muss aber trotzdem erst in Quarantäne. Okay. Gut. Ja. Die Veterinärforschung läuft irgendwie recht schleppend gerade, ne? Drehen spreche ich mal kurz ein bisschen auf. Und noch Spendenboxen verteilen. Und wir brauchen definitiv auch noch die... Da. So, direkt vor die Nase hängen. Und die Bildung ein wenig erhöhen. Tickets sind günstig. Dann gehen wir halt mal 2 Euro hoch jeweils. So. Okay. Die Mabel kommt noch dazu. Tier ist hungrig, ist nicht so gut. Es sind glaube ich, einfach zu viele Tiere auch hier drin. Ne? Das sind halt die Jungtiere auch noch, ne? Ja, füttert es jetzt mal jemand hier? Soll ich auch die Dinger auffüllen und nicht nur die Futterspender? Läuft denn der hin? Läuft der jetzt hin mit seinem Essen? Er füllt die ganzen Tonnen, aber füll doch das andere auch, bitte. Jawohl. Also das klappt ja inzwischen voll geil. Also, wenn ich dann an die Anfangszeit denke, mit denen ganzen Bugs, wo das Füttern nicht ging. Ist auch immer du in der Transbox machst. Okay. Gut. Ich da noch ein bisschen was überdacht, dann ist doch der Schnee auch weg, ohne dass ich einen Heizer aufstellen muss, oder? Das wäre natürlich gar nicht doof. Machen aber einen größeren. Also von der Höhe her zumindest. Moment, ich fange lieber mal an mit dem Boden. Dann sehen die Besucher nämlich da auch was. Das reicht gar nicht, ne? Reicht ja nicht mal annähernd. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es besser geht? Wow. Schade. Ich mach's aber trotzdem. Wenn wir noch ein, zwei Bäume weitflächig hier platzieren, dann müsste es eigentlich auch passen.
Wo sind denn die Säulen? So, und dann gucken wir hier noch. Nordamerika und Graslandschaft. War eigentlich klar. Ah, krass. Wow. Ernsthaft? Ja, da muss ich da aber gleich was weglöschen. Ich wollte gerne einen Baum bauen. Boah, da fällt auch ein bisschen Schnee weg, oder? Minimal. Minimal. Boah. Aber was zu großes möchte ich jetzt halt auch nicht reinstellen, ne? Ins Eck vielleicht machen. Das bringt aber für den Schnee leider noch nichts gerade. Nee, bringt leider echt nichts. Schade. Aber auf 99% sind wir. Das ist okay. Reicht schon. Gut. Die Bildung muss ich hochkriegen. Dafür brauche ich aber Forschung. Wir bauen vielleicht noch mal ein Forschungszentrum und noch einen Tierarzt. Also gucke, wo ich es am besten noch hinsetze. Können wir ja auch noch eins dazu setzen, oder? Wo sind da die Tür? Die Tür. So. Dann machen wir noch einen Tierarzt dazu. Und treiben die Forschung mal ein wenig an. Braunschlange muss auf jeden Fall auch noch erforscht werden. Das Bison dann auch noch. Ui, ui, ui. Da habe ich übrigens noch keine Dinge hingemacht. Ne? Die stehen ja Schlange. Warte mal. Schlange muss hier niemand stehen, Leute. Wieso jubelt ihr jetzt alle so? Hey, wieso habt ihr jetzt alle gejubelt? Mache komische Sache. Zack. Machen wir auch auf die Seite, ja. Nein, das war falsch. So, da sind die Schlangen drin und da die Spinnen. So, okay. Schon wieder. Oh. Oh. Ich hau jetzt mal das da weg, oder? Das ist Alpha. Nee, komm, dann hauen wir das. Das frische. Gut. Polarwolf müsste weitergehen. Das ist noch eine Aufgabe. So, dann setzen wir ein paar von denen hier noch hin.
Das machen wir hier mal großzügig noch eins. Weil wir müssen die Bildung auf jeden Fall hochkriegen. Hier laufen ja recht viele Leute, können wir das gut nutzen. Inspektor kommt gleich. Das ist der Wolf. Der Wolf? Wolf? Und der Polarwolf. So, okay. Ihr kriegt gerade Futter. Ja, ich hoffe da auch. Da rein bitte. Da sitzt jetzt nichts rein. Ist das dein Ernst? Was ist denn das? Ich müsste hier noch einen Mitarbeiterteil aufbauen. Die das gegen die Scheibe hauen, da hätte ich echt auch Angst. Also wir wollen dann auf jeden Fall kommen die Eisbären noch. Okay, also das sollte man ja einen Teil davon direkt schon erfüllt haben dann. Sonst überlege ich gerade, mit unserem Eisbär, wie wir das so kreieren. Nee, ist okay. Wir machen hier hinten mal noch ein paar Mitarbeiter-Dinger. Tierpfleger bitte. Wir waren auch sicherheitshalber noch eine Tierarztpraxis, glaube ich. Geld haben wir ja. Das sieht voll schön aus, wie so ein Dorf, ne? Okay, ja, das reicht, ehrlich gesagt. Okay. So. Ja, viel Müll wie immer. Das ist mir jetzt langsam wurscht. Oh! Ja, da sollte man vielleicht noch Strom hinsetzen, ne? Das müsste aber weit genug von der Straße weg sein, auf jeden Fall. Ja, alles gut. Okay. So, okay. Dann hätte ich gesagt, hier entlang machen wir dann den Eisbär. Mache ich denn den dann? Ich möchte auf jeden Fall eine Aussichtsplattform von oben. Und dann noch welche, wo man das Wasser sieht. Irgendwie so. Und einfach mal eine Plattform von oben schauen. Fangen wir damit an. Dann auch eine schöne Eislandschaft auf jeden Fall. Ich kann doch hier oben auch mit Raster arbeiten, oder? So, und dann mal so ein bisschen rundum, dass das Gehege auch noch hier lang geht irgendwie.
hätte das gern auch ein klein bisschen bergig und dann mit Felsen verkleidet. Ich hasse es, wenn es dunkel ist beim Bauen. Erkennst du nur so wenig. Machen wir erstmal hinten ein wenig dicht, hätte ich gesagt. Naja, Eisbären klettern nicht, oder? So, Wasser. Wasser müssen wir auch einplanen. Wasser hätte ich aber gern. Ich weiß nicht genau, wie man das hinkriegt, dass es direkt an der Barriere dran hockt. Das muss ich mal ausprobieren jetzt. Ich nehme jetzt erstmal die blumen Bäume hier weg. Doch, ich habe eine Idee. Das muss man hinkriegen. Müsste ich aber. Einen extra Weg noch machen zu der, da wo sie zum Wasser gucken können. Also wenn ich es halt tiefer haben will, ne? Oder den Schwimmsee oder so. Alter, ich sehe halt nichts, ne? Müssen eh gucken. Wahrscheinlich müssen wir es noch deutlich erweitern dann, weil der braucht ja irgendwie viel Platz. Das sehen wir dann aber. Machen wir dann noch nachträglich. So, und jetzt Moment. Jetzt habe ich mir gedacht, nicht da jetzt das Ding entlang ziehen. Scheibe. So, und jetzt das Wasser wegnehmen. Ach, das nimmt jetzt nur da weg. Überall weg. Ich hatte das. Ach, weil das bis runter geht. Okay. Doch, das geht bis runter. Könnte aber auch ein Glas liegen. Wir ersetzen das mal kurz. Ich weiß, ich habe es schon mal geschafft, dass sich das Wasser geteilt hat. Nee, das nimmt alles. Warum nimmt das alles weg? Ich weiß das aber nicht gern. Das ist doch doof. Doch irgendwie unten anpassbar, was heißt das? Keine Ahnung. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Mann, wie kriege ich das Wasser da weg? Dass es nicht der anderen Seite weggeht. Ist doch nicht. Das hast du schon mal hingekriegt. Okay, bauen wir erstmal hier vorne weiter. Halt einmal Beton bitte und dann geht's. Okay. Thank you.
Hält der Eisbär... Hält das Glas überhaupt im Eisbärstand? Wahrscheinlich nicht. Ja. Das kann ja nicht klappen. Dann machen wir Bettung draus und Fenster quasi mit rein. So quasi. So, hier müssen wir unten drunter durchbauen. Und dann können wir hier nochmal mit... Ah ne, halt mit Beton arbeiten und Glasfenster reinmachen. So. Okay. Das ist eh viel zu klein. Das muss ich noch ewig erweitern wahrscheinlich. Aber das machen wir dann noch. So, okay. Eine Eishöhle wäre jetzt das nächste, was ich gerne machen würde. Und da würde ich auch noch ein bisschen Eisfelsen gerne hinmachen, glaube ich. Das ist doch eigentlich eine Eislandschaft, ist schon cool, oder? Also quasi so ganz flach, habe ich mir das gedacht. Gar nicht. Ja, gut, Gras durch. Jetzt machen wir mal hier weg, das sieht doch irgendwie schön aus. Ja, hier ist natürlich nichts, aber. So, jetzt gucken wir mal kurz, was ist hier los. Forschung muss auf jeden Fall weitergehen. Ja, vielleicht nicht unbedingt von der Spinne. Das Bison bitte mal noch. Upala! Wir brechen mal kurz die Forschung ab. Dass die sich wirklich alle um die Tiere jetzt einfach kümmern. Ja, die stecken sich ja natürlich alle gegenseitig an, ne? Jetzt brauche ich aber doch, glaube ich, erstmal die Höhle. Also ich mache hier hinten, glaube ich, die Höhle und hier ja so eine Eislandschaft. Und je nachdem, wenn wir es noch in die Richtung erweitern, könnte ich ja vielleicht noch eine Höhle machen. Dann kann er schlafen, wo er will. Das sieht schon cool aus, ne? Diese Eisfelsen. Schon was. Was? Ich weiß nicht, warum das in dem Level so rumbackt. Dass ständig Tiere entkommen, die im Gehege stehen. Ja, und dann machen wir den Eingang hin. Ah, oh, wo ist eine große? Das sieht cool aus, finde ich. Weil der relativ zugebaut wird, da bauen wir ganz oben dann noch einen hin.
ist ein Loch. Ein Loch. Das kippt man noch ein bisschen in. So. Ein Eis. Gebäude hier quasi. Das sieht echt cool aus. Mir gefällt das echt. Mit dem Eis, das ist echt cool. So, also das muss aber nach hinten noch ein wenig auslaufen, weil ich finde das jetzt sonst immer ein bisschen doof aus. Gut. So, halt mal ein bisschen kleiner. Ja, der ist schon zu klein. Naja, fürs erste gar nicht so schlecht. Müssen erstmal gucken, dass wir gleich überhaupt die Tiere reinholen dürfen. Habe ich hier denn schon was für den Eisbär? Durch das mal aus den Grizzly erforscht haben und sowas, haben wir dann natürlich schon einiges. So, jetzt müssen wir es so. Das ärgert mich immer noch, dass ich das hier nicht hin. Wenn ich mit Felsen abteilen würde, aber auch nichts, ne? Nee, ich hätte ganz wunder. Okay.